Ja, das Buch Hiob gehört zu den bekannteren Büchern der Bibel. Die meisten unserer Zeitgenossen, die die Bibel nie aufgeschlagen haben oder vielleicht irgendwann einmal, als sie noch in der Schule das vielleicht einmal mussten, aber seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr. Aber die meisten wissen, dass es einen Hiob gibt. Und die meisten wissen, ich nehme an, die meisten wissen, ich bin aber auch nicht mehr so sicher, aber ich nehme an, die meisten wissen, was eine Hiobsbotschaft ist. Also das Buch, die Gestalt und dass der einer war, der viel leiden musste, das ist den meisten bekannt. Und das Buch Hiob, das wird auch in den Gemeinden, hin und wieder wird darüber gepredigt, aber wenn, tja, wann hast du zuletzt eine Predigt aus dem Buch Hiob gehört? Und wenn es eine war, war es ziemlich sicher Kapitel 1 und 2. Und so ist das Buch Hiob eines der bekannteren Bücher, aber es gehört zu den Büchern, die wenig studiert werden, die wenig gelehrt werden. Und das ist erstaunlich. Höchst erstaunlich. Behandelt doch dieses Buch eine Frage, mit der wir uns immer wieder herumschlagen müssen. Eine Frage, die viele Christen schon geplagt hat und sicher noch plagen wird. Leiden, Schläge, Enttäuschungen, Zurücksetzungen, zerschlagene Erwartungen, zerrissene Pläne, all solche Dinge. Wie sollen wir solche Dinge verstehen? Und das Buch Hiob lehrt es eben, wie wir mit Leiden, auch im Leben der Geliebten Gottes, wie wir damit fertig werden. Also das Thema Hiob ist nicht das Problem des Leidens, sondern es ist präziser das Problem des Leidens des Gerechten. Es wird von Hiob ausdrücklich gesagt in den beiden ersten Kapiteln dreimal, dass er gerecht war. Einmal sagt es der inspirierte Autor im ersten Vers des Buches und zweimal sagt es Gott selber, mein Knecht gerecht. Fürchtet mich, weicht vom Bösen. Und er geht durch Leiden. Die Frage nach dem Leiden des Gerechten. Und jetzt dazu ein Zitat von Martin Luther zum Buch Hiob. Er schrieb dazu folgende Sätze. Das Buch Hiob handelt diese Frage, ob auch den Frommen Unglück von Gott widerfahre. Hier steht Hiob fest und hält, dass Gott auch die Frommen ohne Ursache allein zu seinem Lob peiniget, wie Christus, Johannes 9, Vers 3, von dem, der blind geboren war, auch zeuget. Da widersetzen sich seine Freunde und treiben ein groß und lang Geschwätz, wollen Gott recht erhalten, dass er keinen Frommen strafe? Strafe er aber, so müsse derselbe gesündigt haben und haben so ihre weltlichen und menschlichen Gedanken von Gott und seiner Gerechtigkeit, als wäre er gleich, wie Menschen sind und sein Recht wie der Welt Recht ist. Wiewohl auch Hiob, als er in Todesnöte kommt, aus menschlicher Schwachheit zu viel wider Gott redet und im Leiden sündiget und doch darauf bleibet, er habe solch Leiden nicht verschuldet vor andern, wie es denn auch wahr ist. Also führet dies Buch die Historie endlich dahin, dass Gott allein gerecht ist. Es ist aber uns zu Trost geschrieben,
dass Gott seine Heiligen, also dass Gott seine Heiligen lässt alle so straucheln, sonderlich in der Widerwärtigkeit. Denn ehe Hiob in Todesangst kommt, lobt er Gott über den Raub seiner Güter und den Tod seiner Kinder. Aber da ihm der Tod unter die Augen gehet und Gott sich entzieht, geben seine Worte Anzeige, was für Gedanken ein Mensch habe. Er sei, wie heilig er wolle, wider Gott. Wie ihm dünket, dass Gott nicht Gott, sondern eitel Richter und zorniger Tyranne sei, der mit Gewalt fahre und frage nach niemands gutem Leben. Dies ist das höchste Stück in diesem Buch. Ja, eben auch dann, ne? Gott zu vertrauen. Und das Erstaunliche ist, dass Hiob sein Vertrauen nicht wegwirft, so wie es der Satan wollte. Das heißt, er sagt sich von Gott nicht los. Es ist wahr, wir werden das ja dann sehen, dass Hiob mit seinen Worten auch sündigt. Er sündigt gegen Gott mit seinen Worten im Leiden. Und er wird deswegen auch gerügt, überführt, er tut auch Buße darüber, bekennt auch seine ungehörigen Worte als Sünde gegen Gott. Aber er klagt immer vor Gott. Das heißt, er wendet sich nie von Gott ab. Und dies ist eben das höchste Stück in diesem Buch. Auch dann, wenn es scheint, als ob Gott jetzt wider uns sei, und das wird hier mehr als einmal sagen, dass Gott ihn wie einen Feind behandelt. In Kapitel 30, dort sagt Hiob von Gott, nein, nicht von Gott, zu Gott. Das heißt, er sagt sich nie los von Gott, nie. Er bleibt immer in der Beziehung zu Gott. Zu Gott sagt er, Hiob 30, Vers 21. Was für ein Wort, der hier ausspricht. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. Mit der Stärke deines Handes befeindest du mich. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. Tja. Aber das sagt der Gott. Er redet nicht über Gott, schlecht über Gott, empört sich über Gott, er sagt alles Gott selber. Das heißt, er hängt immer noch an ihm. Ja, gut, das werden wir ja dann uns näher dann ansehen müssen. Nun, das Buch Hiob beantwortet die Frage, warum die Gerechten leiden müssen und warum Böses über die Gerechten zeitweilig triumphieren darf. Wir lesen in der Bibel solche Sätze wie: Und das Tier führte Krieg gegen die Heiligen und es wurde ihm gegeben, sie zu überwinden. Tja, und da müssen Heilige durch. Gott gibt, wird das geben, in der bald kommenden Zeit wird er dem Tier die Gewalt geben. Ja, so steht es. Dem Tier wird gegeben Gewalt, 3,5 Jahre. Ja, von wem gegeben? Natürlich von Gott gegeben. Gewalt gegeben und es wird ihm gegeben, die Heiligen gegen die Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und sie werden auch solche Fragen haben dann vor Gott. Oh Gott, sie rufen zum Herrn, sie schreien zu ihm und der Herr gibt sie doch dahin wie Schlachtschafe. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet den ganzen Tag. Psalm 44 und Römer 8, in Römer 8 zitiert Paulus das auch, angewendet auf die durch Glauben Gerechtfertigten. Warum kommt es so, dass auch Gerechte leiden müssen und das Böse zeitweilig triumphieren darf? Nun, die Antwort darauf finden wir nicht mit unserem Verstand.
Die Weisheit ist bei Gott. Die Weisheit dazu ist bei Gott. Sie ist bei ihm verborgen. Und er muss sie uns lehren. Nun, ein ganzes Kapitel, das ist eben das Kapitel 28 im Buch Hiob. Ein ganzes Kapitel behandelt genau die Frage, wo findet man die Weisheit? Und das Kapitel sagt, man findet sie nirgends. In der Schöpfung nicht, nirgends, kein Geschöpf weiß, wo die Weisheit zu finden ist, sie ist bei Gott. Und das Kapitel kann nur so weit kommen und sagen, wenn wir Gott fürchten, die Furcht Gottes, ihn fürchten, das ist der Anfang. Dann beginnt Gott uns zu lehren. Aber wir werden auf dieses Kapitel dann kommen. Und so kann der Mensch die Weisheit nicht finden, die er benötigt, um Gott, Gottes Wege, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Treue, Gottes Wahrheit, Gottes Liebe zu verstehen, inmitten von Leiden. Und eben weil die Antwort auf das Woher und Wozu des Leidens verborgen ist, ist er darauf angewiesen, dass Gott ihn lehrt. Und Gott lehrt uns. Er lehrt uns eben. Und er lehrt uns gerade durch das Buch Hiob und am Beispiel Hiobs. Diese Weisheit. Hiob gehörte zu den Knechten Gottes, denen Gott sein Geheimnis, dieses Geheimnis des Leidens der Gerechten, offenbarte. Und im Buch Hiob wird der Weg beschrieben, den Gott Hiob führen musste, um dieses Geheimnis zu lernen. Und das ist zu unserer, auch das, das Buch Hiob, zu unserer Belehrung geschrieben. Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Schriften das Ausharren und die Ermunterung und die Hoffnung haben. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4. Schlagen wir die Stelle auf, lesen wir sie. Noch einmal, Römer 15, Vers 4. Da steht, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also im Ausharren haben wir die Ermunterung der Schriften und damit die Hoffnung. Die Gewissheit, dass alles Leiden zu diesem Ende, zu diesem Ziel führt, zu dem Gott den Hiob führte. Nämlich, dass er am Ende hatte. Er besaß, als er am Anfang verloren hatte. Und dazu verwendet Gott eben Leiden, um uns zu diesem Ziel zu bringen. Wir sagen ja manchmal, denken so und sagen es auch, dass wir trotz Leiden ans Ziel kommen. Wir müssen sagen, dass wir wegen der Leiden ans Ziel kommen. Die Leiden sind eines der Mittel, nicht das einzige, aber eines der Mittel, das Gott verwendet, um uns zu diesem Ziel zu bringen, das er uns gesetzt hat, nämlich die kommende Herrlichkeit. Nun, Jakobus ist der einzige Verfasser im Neuen Testament, der Hiob erwähnt. Nun, wenn man ein alttestamentliches Buch studiert, man macht das bei allen Bibelbüchern so, man sucht Nachrichten in der ganzen Bibel über das betreffende Buch oder über das betreffende Thema. Und wenn man Hiob studiert, dann will man wissen, was andere Bibelbücher über Hiob sagen. Hiob wird im Alten Testament von Ezekiel erwähnt, das schlagen wir jetzt nicht auf. Und Hiob wird im Neuen Testament nur einmal erwähnt.
Aber wenn er schon erwähnt wird im Neuen Testament, dann muss man diese Stelle beachten. Und es ist tatsächlich so, diese eine Stelle im Neuen Testament, wo Hiob genannt wird, liefert uns den Schlüssel zum Verständnis des ganzen Buches. Denn wir haben in Jakobus Kapitel 5 einen inspirierten Kommentar über das Buch Hiob. Ich habe auch einen Kommentar geschrieben, der ist aber nicht inspiriert. Der enthält Fehler, ja selbstverständlich. Mängel, selbstverständlich. Ihr dürft ja nicht jedem Wort glauben, jedem Satz, den ich da schreibe. Ihr müsst studieren und denken beim Lesen. Aber Hiob hat einen inspirierten Kommentar geschrieben und den muss man lesen. Und da muss man jedes Wort, auf jedes Wort achten, denn jedes Wort ist von Bedeutung. Also schlagen wir den inspirierten Kommentar auf. Jakobus 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Da steht, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende habt ihr gesehen. Das heißt, das Ausharren im Leiden bekommt seine Erklärung vom Ende her. Also Gott führte Hiob durch dieses Leiden, um ihn zu diesem herrlichen Ende zu bringen. Und dann steht hier noch etwas, das ganz entscheidend ist, auch für das Verständnis des Buches Hiob. An Hiob sehen wir, das sagt hier Jakobus, das Ende des Herrn habt ihr gesehen und dann, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das heißt, es war nicht etwa Härte, dass Gott Hiob hindurchführte durch dieses Leiden. Er blieb auch dabei der Barmherzige, der voll innigen Mitgefühls ist. Und in Tat und Wahrheit war es so, der Einzige, der vom Anfang bis zum Ende für Hiob war, das war sein Gott. Auch wenn Hiob das lange nicht sah. Dass er sogar sagte, in einen Grausamen verwandelst du dich mir. Dabei war Gott die ganze Zeit voll innigen Mitgefühls. Seine Freunde wandten sich gegen ihn, seine Frau wandte sich von ihm ab, seine Verwandten und Bekannten, sogar sein Hausgesinde wandten sich von ihm ab. Der Einzige, der die ganze Zeit für ihn war, das war Gott. Elihu ist dann auch für ihn, aber nicht die ganze Zeit. Er kommt dann am Schluss und der ist wirklich für ihn. Aber Gott war die ganze Zeit, vom Anfang bis zum Ende, für ihn. Nun, Jakobus hat nicht zufällig auf Hiob verwiesen, denn das ist ein Grundgedanke, der durch seinen ganzen Brief geht. Prüfungen, Versuchungen, Schwierigkeiten, Leiden. Und er beginnt ja seinen Brief mit einem Paukenschlag, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du in einem Brief, ja, wir schreiben ja kaum noch Briefe, aber die Leute, darunter, die vielleicht noch Briefe schreiben und sich noch an Zeiten erinnern, wo man nichts als Briefe schrieb, und zwar so. Aber ich weiß nicht, ob du hier einen Brief angefangen hast, so wie Jakobus ihn anfängt, ein kurzer Gruß, sei gegrüßt, ich hoffe, es geht dir gut, so beginnt man den Brief, und dann, freu dich, wenn es dir dreckig geht. Tja. So beginnt Jakobus seinen Brief. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen und Versuchungen fallt. Das klingt wie eine Provokation. Das muss er erklären, er tut es auch. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber am Schluss kommt das auch noch. Schaut euch Hiob an und dann versteht ihr, die Prüfungen, die Nöte, die Drangsale, die Schwierigkeiten, der Druck ist alles ein Grund, sich daran und darüber zu freuen. Gott ist für uns. Er erzieht uns, er führt uns und er sieht zu, er sorgt dafür, dass wir dieses Ziel erreichen,
das er uns gesetzt hat. Einmal seinem Sohn gleichförmig zu sein. Ja, wir wollen das nicht ohne weiteres begreifen, dass Drangsal etwas Gutes sein soll. Es ist uns ja eben, Drangsal ist Drangsal, Leiden tut weh und weh tun, das will man nicht. Das ist uns lästig, wir wollen das abschütteln, wir wollen das, lieber, dass es uns gut geht. Es fehlt unser Verstand dazu und darum sagt Jakobus dann gleich als nächstes, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Bete darum, dass Gott dich diese Weisheit lehrt. Jakobus 1, Vers 5. Aber bitte im Glauben. Es muss dir ernst sein. Es muss dir ernst sein, dass du Gott darum bittest, lehre mich jetzt, das zu verstehen. Gib mir deine Weisheit, dass ich das aus deiner Hand nehmen kann und dir dabei auch noch danken kann. Weisheit. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, ja, die Weisheit haben wir nicht. Also, so bitte er von Gott, der allen willig gibt.